Liebe Studenten, herzlich willkommen. Ich bin Istin Karajani Jeddah. Ich möchte heute einige Informationen über unsere Universität geben. Liebe Studenten, ich freue mich sehr, Sie im Namen der Familie der Afyon Karahisar Universität für Gesundheitswissenschaften in Ihr neues Zuhause begrüßen zu dürfen. Ihr neues Zuhause ist in Afyon. Unsere Universität wurde als Universität zum Thema Gesundheit gegründet und hat eine wichtige Position unter den thematischen Universitäten in der Türkei. In 38 verschiedenen Programmen, alle im Bereich der Gesundheitswissenschaften, studieren im Bereich vor der Lizenz 2558 Studenten, im Bereich Lizenzstudium 3440 Studenten, im postgradualen Studium Einrichtungen 61 Studenten. Davon sind im Masterstudiumbereich 41 und im Doktorstudiumbereich 20 Studenten immatrikuliert. Unter den jungen thematischen Universitäten nimmt AFSÜ eine wichtige Rolle. Afyon Karahisar ist Hauptstadt der Geschichte, Marmor, Thermaltourismus und Geschmack. AFSÜ hat eine äußerst vorteilhafte geografische Position unter gesundheitsbezogenen Universitäten. Diese wunderschöne Stadt ist in sich unser Campus befindet sich im Herzen Westanatoliens, buchstäblich an einer Kreuzung. Unser Campus Safa Gesundheitskomplex liegt in sich in die akademischen und administrativen Einheiten von AFSÜ befinden, ist ein natürlicher Ort, an dem Sie saubere Luft in einer üppigen grünen Umgebung atmen können. Im Campus-Gesundheitskomplex, in dem sich alle Einrichtungen der Universität befinden, können Sie Ihre Augen und Ihren Geist zwischen dem Unterricht und dem Sonnenbaden das ganze Jahr über ausruhen. Wenn der Winter kommt, können Sie Ihre Augen mit der einzigartigen Schneelandschaft unser Campus anfeuern. Wenn Sie eine Pause machen und mit Freunden unterhalten wollen, ist die Adresse festgelegt, natürlich das AFSÜ-Café. Forschung und Innovation bei AFSÜ. Afyon Karahisar Universität für Gesundheitswissenschaften Technologietransferbüro ist ein Unternehmen, dessen Hauptzweck darin besteht, Forschung, Technologieentwicklung, Innovation und technologiebasiertes Unternehmertum in der häuslichen Medizinproduktion, in medizinischen Aromapflanzen, in Medizintechnik und in thermischen Gesundheitstourismus zu beschleunigen. Internationale Studien, globale Perspektive für hohen allgemeinen Standards in Gesundheit mit ihrer Strategie, sich internationalen Plattformen zu öffnen, zieht die AFSÜ darauf ab, die produktionsorientierte Infrastruktur in allen Bereichen der Gesundheitswissenschaften zu verbessern, indem sie die Qualität von Forschung und Lehre stärkt. Afyon Karahisar Universität für Gesundheitswissenschaften in unser Gesundheitspraxis- und Forschungszentrum. Das AFSÜ-Praxis- und Forschungszentrum ist ein Gesundheitszentrum mit erweiterten Funktionen. Das Ziel unseres Zentrums, das insbesondere im Bereich der Psychotherapie einen wohlverdienten Ruf genießt, ist Patientenversorgung, Forschung und medizinische Ausbildung. 1317 Mitarbeiter arbeiten in unserem Zentrum. AFSÜ Fakultätsmitglieder, die auf verschiedene Bereiche spezialisiert sind, behandeln Patienten und bieten unseren Studenten eine praktische Ausbildung an. Unser Zentrum mit 27 Fachkliniken und mehr als 6500 Betten kombiniert erstklassige Gesundheitsversorgung mit exzellenter Pflege. Unser Zentrum bietet durchschnittlich 42.423 stationäre Patienten und mehr als 460.000 ambulante Leistungen pro Jahr. Fakultät für Medizin. Die Wurzeln der AFSÜ-Fakultät für Medizin reichen bis ins Jahr 1999 zurück.
Mit 366 Fakultätsmitgliedern und 1.100 Studenten aus verschiedenen Fachrichtungen wächst in dieser Fakultät der Herzschlag unserer gesundheitswissenschaftlichen Hochschule und die Zukunft unserer Ärzte. Und immer mitten im Herzen der Universität für Gesundheit liegt die Fakultät für Medizin. Auf der medizinischen Fakultät wurde am 26. März 1998 gegründet. Unsere Fakultät für Medizin hat die Ausbildung Spezialisierung in Medizin seit 1999 begonnen. Unsere Doktor der Medizinausbildung, die 2002 mit 42 Studenten begann, gab 2008 ihre ersten zu Absolventen. Seit seiner Begründung haben 965 Medizinstudenten und 403 Medizinstudenten unsere Fakultät absolviert. Derzeit wird unsere Ausbildung mit 1036 Medizinstudenten und 195 Medizinstudenten fortgesetzt. Und wir machen mit Fakultät für Pharmazie weiter. Auch die Fakultät für Pharmazie, die 5 Jahre Bachelor-Ausbildung bietet, nahm seine ersten Studenten am 16. September 2019. Es gibt sowohl theoretische als auch praktische Kurse, die Studenten der Fakultät für Pharmazie absolvieren müssen. Analytische Chemie, Biochemie, pharmazeutische Mikrobiologie, pharmazeutische Botanik, pharmazeutische Chemie, pharmazeutische Technologie, pharmazeutische Toxikologie-Laboratorien sind die Hauptlabors, in denen die Studenten unserer Fakultät unterrichten werden. Die Pharmazieausbildung bei AFSE ist eine neue Vision in der Apothekenausbildung. Und vergessen Sie bitte nicht, die Apotheker begleitet Sie bei Krankheit und Gesundheit. Die AFSE-Fakultät für Pharmazie, die eine 5-jährige Ausbildung im Grundstudium anbietet, konzentriert sich auf Forschungs- und Produktionsstudien in der pharmazeutischen Industrie sowie die Ausbildung von Apothekern der neuen Generation. Abhängig vom Ökosystem unserer Universität macht unsere Fakultät mit ihren akademischen Mitarbeitern auf sich aufmerksam, die die Möglichkeiten der AFSE-medizinischen Fakultät für klinische Studien während der Pharmaziekandidaten versprechen. An unserer Fakultät gibt es 5 Professoren, 5 Dozenten und 6 wissenschaftliche Mitarbeiter. Während der Phase von Praktikum in der 5. Klasse schließen unsere Studenten ihre Forschungsprojekte mit ihren Mitgliedern der Beratungsfakultät sowie ihre Praktikumserfahrungen in den Bereichen klinische Ausbildung, Fabrik, Forschung und Entwicklung sowie Pharmazie ab. Und danach kommt Fakultät für Gesundheitswissenschaften. Unsere Fakultät setzt ihre Aktivitäten mit 29 akademischen Mitarbeitern und 2040 Studenten in 4 Abteilungen, einschließlich Pflege, Psychotherapie und Rehabilitation, Ernährung und Diätetik und Gesundheitsmanagement in 3 Gebäuden von Safar Gesundheitskomplex. Es gibt 5 Labors der Pflegeabteilung, die von unserer Fakultät genutzt werden. Technik- und Fachlabor, Geburtlabor, Ernährungslabor, Psychotherapie- und Rehabilitationslabor und Operationssaal-Anwendung-Einheit. Und wir machen mit Atatürk's Berufshochschule weiter. Das ist auch eine Gesundheitsdienste in AFSE. Die Berufshochschule AFSE Atatürk begann ihre akademische Ausbildung im akademischen Jahr 1992 und 1993. Unsere Hochschule setzt ihre Aktivitäten in einem freistehenden Servicegebäude mit insgesamt 12 Klassenzimmern, 2 Amphitheatern, ein Lesesaal, ein Orthesenwerkstatt für orthopädische Prothesen, ein medizinisches Labor, ein Labor für Dialyseprogramme, ein Labor für Altenpflege und ein Labor für Computerlabor. Eine andere Berufshochschule ist in Wolverdin. Die Berufsschule des AFSE Wolverdin wurde am 9. Mai
2018 gegründet und bietet Dienstleistungen in den Bereichen medizinische Dokumentation und Sekretariatsprogramm unter der Abteilung medizinische Dienste und Techniken und das Gesundheitsmanagementprogramm unter der Abteilung Management und Organisation an. Das Bolbeeren Berufshochschule befindet sich auf dem Kürkis Campus in der Kornel-Adenstraße in Bolbeeren, etwa 60 Kilometer vom Stadtzentrum von Afyonkarahisar entfernt. Klassenzimmer, Turnhallen, Speisesaale, Kantine, Bibliothek und Grünflächen erfüllen die sozialen und kulturellen Erwartungen der Studenten und die Schlagseele des öffentlichen und privaten Sektors in Bolbeeren rund um den Campus können die Unterbringungsbedürfnisse der Studenten erfüllt werden. Wir haben 8 akademische und 2 administrative Mitarbeiter und 30 Studenten in Bolbeeren Berufshochschule, deren Ziel es ist, qualifizierte medizinische Fachkräfte für die Arbeit in Einrichtungen und Organisationen im Gesundheitswesen auszubilden. Und zuletzt kommt die Berufshochschule Schubutz. Die Berufshochschule Afsischehöf begann ihre Aktivitäten mit einer 100%igen Auslastung, indem sie die Studenten 2019-2020 erstmals 81 Studenten für die Programme medizinische Labortechniken, Erste Hilfe und Nothilfe aufnahm. In unserer Schule gibt es 8 akademische Mitarbeiter, 4 im Programm für medizinische Labortechniken, 3 im Programm für Ersthilfe und Nothilfe sowie Verwaltungspersonal, das aus einem Hochschulsekretär und einem Beamten besteht. Unser akademisches Personal besteht aus einem außerordentlichen Professor, 2 Dozenten und 4 Lehraufbetragten. Und zuletzt möchte ich auch noch erwähnen, dass AFSÜ den Studenten auch nach dem Studium Weiterbildung bietet. Das Graduiertenausbildungsinstitut. Die Vielfalt der Programme in unserem Institut bietet mit der Annahme des Hochschulrates Master- und Promotionsprogramme in Bereichen Anatomie, Biochemie, Psychologie, Histopsychologie, Embryologie, medizinische Mikrobiologie, medizinische Genetik, Krankenpflege für chirurgische Erkrankungen, Krankenpflege für Kinder und Krankheiten, Krankenpflege für Geburtshilfe und Gynäkologie, Krankenpflege für innere Krankheiten und Grundlagen der Krankenpflege an. Und für weitere Informationen können Sie unsere Webseiten und Sozialmedia-Konten besuchen. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sehen uns nochmal.